Jo Leute, was geht? Ich bin zurück, Becky. Ich bin wieder da mit einer neuen und weiteren 3 Uhr Nachts Challenge. Und es geht wieder um eine verfluchte Nummer. Aber diesmal war es super mysteriös. Also das, was dazu stand, das, was ich dazu gefunden habe, war so seltsam. Deswegen war ich mir anfangs nicht so sicher, soll ich die überhaupt anschreiben? Deswegen habe ich es erstmal sein lassen. Aber ich habe sie jetzt vor kurzem eingespeichert und ich dachte mir, okay, wagen wir es einfach mal, weil mir wurde was angezeigt. Auf jeden Fall, falls ihr euch jetzt fragt, Becky, wieso so mysteriös, wieso so komisch, was ist passiert? Ja, ich habe eine verfluchte Nummer gefunden, aber darunter stand, von dem, der es gepostet hat, auf gar keinen Fall anschreiben mit tausenden Ausrufezeichen. Und ich dachte mir so, okay, das habe ich irgendwie noch nie so wirklich gelesen. Also meistens waren schon die meisten vor verfluchten Nummern, aber ich habe noch nie so eine Nachricht, wo es so ausdrücklich drunter stand, gesehen. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Da stand auch halt nicht, von wem die Nummer ist, wer das sein soll oder sonst irgendwas. Einfach gar nichts. Da stand einfach nur dieser eine Satz. Ich habe mir aber die Nummer mal auf dem Zettel aufgeschrieben und irgendwie hat mich das nicht in Ruhe gelassen. Deswegen dachte ich mir, okay, speichere ich die erstmal ab und schau mal, ob, ja, was angezeigt wird, wie zum Beispiel bei den anderen Nummern. Und dann habe ich mein WhatsApp gecheckt und mir wurde tatsächlich ein Bild angezeigt und ein Status. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, dann zu sagen, schreib sie auf gar keinen Fall an. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber das war ein Bild von Sonic, Leute. Und ich dachte mir so, okay, nee, wir trauen uns das jetzt einfach mal und schreiben diese Nummer an. Also ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, aber naja, egal. Bin auf jeden Fall gespannt, ob er antworten wird oder nicht. Lasst mich mal mit einem Daumen nach oben wissen, ob ihr Team Sonic seid, ob ihr Sonic mögt. Ich finde Sonic eigentlich ganz cool. Ich stelle mir das irgendwie auch cool vor, mit ihm zu schreiben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es um 3 Uhr nachts ist. Für alle, die nicht wissen, wer Sonic ist, Leute, ihr habt was verpasst. Ich habe jetzt mein Notebook eben geöffnet. Nicht, dass ich irgendeine Kacke laber. Und ich werde jetzt gleich sowieso mein Handy um 3 Uhr damit verbinden und das Ganze aufnehmen für euch, wenn wir ihn anschreiben über WhatsApp. Ja, auf jeden Fall ist Sonic ein Igel aus einem Computerspiel. Der ist blau, der kann super schnell rennen. Angeblich ist er schneller als der Schall. Und komischerweise wurde mir auch sowas auf WhatsApp angezeigt, also bei seinem Status. Moment, ich muss das mal eben öffnen. In seinem Status steht, keiner ist so schnell wie ich, mit so einem komischen Emoji, diesen lilanen da. Leute, das schreit nur das Sonic mit seinem Profilbild. Leute, oh mein Gott, wir haben nur noch 8 Minuten. Ich muss mich beeilen, ich darf nicht so viel labern. Schaut das euch einfach mal an. Das wurde mir direkt angezeigt. Auf jeden Fall hat er die Fähigkeit, in Überschallgeschwindigkeit zu rennen. Irgendwie hat er auch einen Feind. Der nennt sich irgendwie Dr. Eggman. Und der will die Welt mit Hilfe seiner Maschinen erobern, steht hier. Ja, seine größte Leidenschaft sind das Rennen und die Geschwindigkeit. Vielleicht bekommen wir irgendwas darüber raus. Vielleicht ist es gut, das irgendwie anzusprechen. Und ja, er hat irgendwie Superform. Supersonic und Darkspine Sonic. Okay, das hört sich gruselig an. So wird seine Färbung etwas dunkler und zwei weiße Streifen verlaufen von seinen Augen zur Spitze. Seine Pupillen verschwinden. Oh mein Gott, sag mir nicht, dass das der Grund ist, warum ich ihn nicht anschreiben sollte. Ich hätte es nicht lesen sollen. Ich hätte nicht lesen sollen, Leute. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Aber das hat er ja nicht als Bild. Er sieht ganz normal aus. Okay, denk nicht so viel nach, Becky. Denk nicht so viel nach. Darauf werde ich ihn auch nicht ansprechen. Ja, vielleicht ist es ja ganz lustig, mit ihm zu schreiben. Ich weiß es nicht, aber ja, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Das Bild sieht jetzt, okay, es sieht jetzt ein bisschen, er guckt da ein bisschen komisch, aber es ist jetzt nicht allzu gruselig, würde ich sagen. Wir warten jetzt bis 3 Uhr. Ich habe jetzt noch 7 Minuten Zeit und ja, dann schreiben wir Sonic an. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es die Nummer ist von Sonic. Ich hätte jetzt mit irgendwas anderem gerechnet. Irgendwie Annabelle oder sonst irgendwas. Oder hier Chucky oder so. Aber nicht mit Sonic. Dauert eine Minute so lang. Jetzt, jetzt. Wir haben es 3 Uhr. Okay, da seht ihr es. Und ich will jetzt nicht, dass die Aufnahme irgendwie abbricht. Okay, jetzt müssen wir ihn schnell anschreiben. Okay, das Erste, was ich jetzt schreiben werde, ist erstmal Hallo. Bist du Sonic? Ich will jetzt nochmal sicher gehen, aber ich denke mal schon, dass er das beantworten wird. Ein Haken, ein Haken. Zwei. Okay. Viele fragen sich immer, warum sind meine Haken nicht blau? Leute, ganz einfach. Ich habe das ausgestellt, damit man nicht sehen kann. Er ist online. Damit, er schreibt, damit man nicht sehen kann, ob ich was gelesen habe oder nicht. Ich mag das irgendwie nicht. Er hat geschrieben. Ja, wieso schreibst du mir? Nur so. Nur so zum Spaß. Ich habe seine Nummer gefunden. Ich habe
deine Nummer aus dem Internet. Stimmt ja. Hast du sie veröffentlicht? Könnte ja sein, dass er das sagt und dann, wenn er mit Ja antwortet, warum ist er wieder offline? Ich bin so ein Stalker, aber ich stelle meine Haken aus, dass man nicht sieht, dass sie blau sind. Ja, genau. Ich bin echt ein Stalker. Er ist wieder online. Ja, mal gucken, ob er sagt, er hat sie veröffentlicht, weil dann, ja, könnten wir vielleicht davon ausgehen, dass er ein Troll ist? Nein. Mit einem Ausrufezeichen wirkt irgendwie gerade ein bisschen sauer. Ich mag das nicht, wenn jemand ganz groß schreibt oder mit Ausrufezeichen. Wieso sollte ich? Ja, sorry, keine Ahnung, weil er ein Troll ist? Ein Hanswurst? Wer war das? Ich habe keine Ahnung, wer das war. Keine Ahnung. Dieser komische da, der das gepostet hat. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung, einen ganz komischen Namen hatte der. Also, ich nicht. Lol. Ist das Sonic, Leute? Das ist komisch. Glaubt ihr mir nicht, oder was? Wirklich, jetzt. Ich war es nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Sonst sollte ich ihn doch nicht anschreiben. Was willst du? Das macht mir irgendwie Angst. Das macht mir Angst, soll ich ihn weiterschreiben? Ich bin beschäftigt. Ich wollte ihm doch nur ein paar Fragen stellen. Was soll ich schreiben, Leute? Ich frage ihn jetzt einfach, bist du wirklich so schnell, wie du sagst? Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ja, klar. Okay, das klingt irgendwie ein bisschen netter. Okay, fragen wir ihn jetzt mal, ob er schneller ist als jedes Fahrzeug, beziehungsweise auch Flugzeuge oder sowas. Okay, Sonic, bist du schneller als jedes Fahrzeug oder Flugzeug? Okay, war das jetzt gerade eine gute Idee, dass ich ein lachenden Emoji hingemacht habe? Nicht, dass er sich ausgelacht fühlt. Gucken, was er sagt. Aber eigentlich müsste er ja schneller sein. Ne? Wenn er Sonic ist, ist er schneller als jedes Fahrzeug und jedes Flugzeug, weil, ja, er ist ja schneller als der Schall oder so schnell wie der Schall. Er hat Ja geschrieben. Okay, aber er schreibt noch irgendwas. Ich will jetzt nicht unterbrechen. Mal gucken, was jetzt kommt. Aber ich habe was Dringendes zu erledigen. Was macht er um 3 Uhr nachts? Was hat er da zu erledigen? Voll seltsam. Okay, vielleicht sollten wir mal fragen, wie wird man überhaupt so schnell wie er? Das würde mich mal interessieren. Okay. Moment, will dich nur schnell noch was fragen. Ich habe nicht viel Zeit, hat er geschrieben. Ich habe jetzt geschrieben, wie wird man so schnell wie du? Das ist so cool, das ist wirklich voll cool. Er schreibt, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Man braucht einen blauen Trank. Okay, und wo gibt's den? Wo gibt's diesen blauen Trank? Ich bin gespannt, ob er das beantwortet. Aber ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Ein Geheimnis. Ich wusste es doch. Habe ich ja gesagt. Okay, fragen wir ihn jetzt mal, bist du auch schneller als das Licht? Bist du schneller als das Licht? Weil Licht ist ja, glaube ich, schneller als der Schall. Das dürfte er ja dann eigentlich nicht sein, wenn er Sonic ist. Bin gespannt, ob er es richtig beantwortet. Weil irgendwie ist er komisch. Er ist irgendwie komisch. Nein, aber ich bin daran zu arbeiten. Der hat das richtig beantwortet. Tag und Nacht. Ist er deswegen vielleicht beschäftigt? Glaubst du, du wirst es schaffen? Meint ihr, er schafft das? Ich glaube nicht. So komisch. Ich komme immer noch nicht drauf klar, das ist so komisch. Aber so richtig Angst macht er mir jetzt nicht. Aber er klingt ein bisschen genervt. Glaubst du etwa nicht daran? Fühlt er sich jetzt beleidigt, oder was? Ich will dich nicht angreifen oder so. Das war nur eine... Wieso schreibst du mir dann überhaupt? Oh mein Gott, ich hätte das nicht fragen sollen. Ich hätte das nicht fragen sollen, Leute, er wird aggro. Wenn du mich unterschätzt. Hilfe. Er ist sauer, er ist sauer. Obwohl er hat ein lachenden Emoji hingemacht. Und dann diesen, der so komisch guckt. Okay, ich habe jetzt geschrieben, ich will dich nicht angreifen oder so. Das war nur eine Frage und tut mir leid. Aber er ist offline gegangen. Oh, habe ich jetzt was Falsches gesagt oder was? Ich sollte aufhören, irgendwie verfluchten Nummern dauernd irgendwas zu fragen. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist echt nicht gut. Ich weiß nicht. Er schreibt was, er schreibt was, er schreibt was. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt, Leute? Ich habe irgendwie Angst. Hoffentlich nimmt er meine Entschuldigung an. Bitte lass meine Entschuldigung annehmen. Bitte, 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 bitte. Oder... Was schreibt er? Warte nur ab, wie schnell ich bin und sie selbst, lol.